So, dann kann es losgehen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Pressekonferenz nach dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96, Endstand 4:1. Begrüße die beiden Trainer, André Breitenreiter von Hannover 96 und Adi Hütter von der Eintracht und darf Herrn Breitenreiter um seine Spielanalyse bitten. Ja, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an meinen Kollegen und der Eintracht zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg. Wenn man das Spiel von Beginn an betrachtet, dann fand ich, dass es bis zur 36. bis zum 1:0 relativ ausgeglichen war. Wir haben sicherlich die ein oder andere Standardsituation zu viel produziert, sodass wir schon defensiv dort gefordert waren. Aber klare Torchancen sprangen eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht heraus auf beiden Seiten. Ich erinnere mich an einen Kopfball aufs Obernetz des Tores nach dem Eckball, glaube ich. Ansonsten war eigentlich von beiden Seiten eher wenig. Ja, aber wir bekommen das 1:0 in der 36. verlieren das Kopfballduell und sind in der Mitte in der Box nicht dran. Wie leider so häufig in der Vergangenheit waren wir nicht wachsam genug, um das zu verteidigen. Ja, das 2:0 vor der Halbzeit, direkt vor der Pause, war natürlich sehr ärgerlich. Individuelles Zweikampfverhalten, sicherlich sehr gut gemacht von Ante Rebic, aber wir einfach dieses individuelle Duell verloren. Und ja, so geht man mit 2:0 in die Halbzeit. Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, sicherlich die Aggressivität und den Biss auf den Platz zu bringen, die Eintracht in der ersten Halbzeit uns vorgelebt hat. Das ist die Grundtugend, die Basis des Spiels, und beide Mannschaften sind ja in einer ähnlichen Situation gewesen, verunsichert, nicht so gut in die Saison gestartet, vermeintlich. Und ja, die Eintracht hat gezeigt, dass sie heute das mit aller Macht machen wollte, von Beginn an. Und nach der Halbzeit haben wir es dann eigentlich besser gemacht. Ich finde auch durch die Einwechslung von Bobby und von Henne Weidand waren wir viel präsenter, auch wenn wir nicht unbedingt torgefährlich waren. Aber wir waren engagierter, haben uns mehr auch in der Hälfte des Gegners festsetzen können. Und bekommen dann aus dem Nichts in der 60. das 3:0, wieder individueller Fehler, wieder durchgesetzt, wieder einfaches Tor zugelassen. Und ja, das ist natürlich insgesamt sehr schwierig in der Bundesliga, wenn man so leichte Fehler macht im Defensivverhalten, im individuellen Zweikampfverhalten, dann auch erfolgreich zu spielen oder auch Siege einzufahren. Positiv sicherlich im Anschluss auch noch die Einwechslung von Florent. Ich finde, alle drei, die reingekommen sind, haben für Belebung gesorgt. Symptomatisch alle drei am Anschlusstreffer beteiligt, eine tolle Kombination gespielt. Flo in seinem allerersten Bundesligaspiel auch gleich ein Tor erzielt. Das ist für ihn persönlich sicherlich ein toller Einstieg in seine Profikarriere. Trotzdem haben wir hinten raus dann noch ein leichtes 4:1 bekommen durch einen Schnittstellenpass. Und somit muss man schon klar sagen, hat das heute nicht gereicht. Zwar von unserer Seite aus zu wenig, was Aggressivität und was Zweikampfverhalten in den entscheidenden Momenten angeht. Und deswegen haben wir hier heute zu Recht verloren. Vielen Dank. Dankeschön. Adi, deine Aussagen zum Spiel? Jetzt erst einmal Dankeschön für die Gratulation. Ich möchte aber gleich weitergeben an die Mannschaft. Ich freue mich unglaublich auch für unsere Fans hier. Im ersten Heimspiel den ersten Heimsieg eingefahren zu haben, denke ich, in der Phase sicherlich ein Befreiungsschlag. Ich habe auch einen verdienten Sieg unserer Mannschaft gesehen. Das erste Tor war sicherlich mitentscheidend, dass es in die richtige Richtung gegangen ist. Und ich denke, über die Höhe hinaus auch verdient, deswegen auch, weil, wie der andere das schon gesagt hat, dass wir 10, 15 Minuten nach der Pause keinen Zugriff hatten. Und der Knackpunkt war dann sicherlich das 3:0. Und schön war auch die Antwort nach dem 3:1, das 4:1, und deswegen nehmen wir diese drei Punkte heute natürlich sehr gerne mit. Danke. Dann bitte Ihre noch Fragen. Christopher Michel. Ja, da kommen wir doch gleich eigentlich zum Matchwinner, zu Ante Rebic. Was sagt man als Trainer einfach nur noch zu, wenn der da vorne sich einsetzt und eigentlich alles macht in der Offensive, mit Allaire zusammen natürlich, aber Rebic war da irgendwie noch ein Tick herausragender? Na klar, also das weiß ja jeder hier in Frankfurt, aber nicht nur in Frankfurt, dass er ein toller Spieler ist. Er hat heute unserem Spiel unglaublich gut getan, nicht nur, weil er ein hervorragendes Spiel absolviert hat, sondern auch, was seine Persönlichkeit auf dem Platz betrifft. Tut einfach den anderen Jungs auch richtig gut. Der war sicherlich auch spielentscheidender Spieler für diesen klaren Sieg. Möchte aber trotzdem auch andere Spieler
loben wie ein Marco Rus, der heute von Anfang an gespielt hat, in dieser Saison das erste Mal gespielt, einer Alan, der das allererste Mal debütiert hat, und Ante, der natürlich auch das erste Mal von Anfang an gespielt hat. Deswegen muss man auch die anderen Spieler sehen, aber Ante ist natürlich ein unglaublich toller Spieler. Sonja Pall. Wie groß, Herr Hütter, ist denn die Erleichterung darüber oder auch jetzt die Genugtuung darüber, dass das jetzt heute tatsächlich funktioniert hat, auch in dieser Höhe und in dieser Art? Ich habe das am Anfang gesagt, mich freut es immer wirklich für die Zuschauer, für die Fans, die uns nicht nur auswärts toll unterstützen, sondern dass wir ihnen einmal einen Heimsieg beschert haben. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Persönlich freut es mich natürlich, klar, wenn man nach 5 Spielen 4 Punkte hat, ist einfach zu wenig. Und deswegen hat mir das heute sehr gut gefallen, wie die Mannschaft dann auch schlussendlich auf dem Platz gestanden ist, wie sie für diesen Sieg von der ersten Minute versucht hat zu fighten, alles reingeworfen hat, auch mit der Umstellung, noch mit der Sache mit David Abraham, der uns noch verletzt ausgefallen ist, hat die Mannschaft toll darauf reagiert und einen verdienten Sieg eingefahren. Aber wie gesagt, Ball schön flach halten. Ich bin nicht der Trainer, der jubelhochjauchzen ist, aber auch nicht der, wo zu Tode betrübt ist. Heute nehmen wir die 3 Punkte sehr gerne mit und tut uns in der Tabelle sicherlich sehr, sehr gut. Bitte schön. Herr Hütter, Marc Schmidt, Bild-Zeitung. Klar sticht Ante Rebic raus, auch bei den Fans, aber für mich war Sebastian Haller so ein bisschen der Nussknacker, der Türöffner des Ganzen mit seinem Kopf auch. Trainieren Sie das explizit, ihn dann, wenn es aus dem Mittelfeld heraus mit der Kreativität nicht so klappt, ihn hoch anzuspielen, um dann den Gegner zu besiegen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage zu Filip Kostic. Ist das der neue Linksverteidiger? Zu der ersten Frage. Ich glaube, dass nicht jeder Fußball gleich sieht und der eine sieht den Spieler besser, der andere sieht den Spieler besser. Für mich hat auch überhaupt keine Wertigkeit. Dass Sebastian Haller mit dem Kopf sehr gut ist, das weiß man, bringt auch die dementsprechende Größe mit. Und manchmal ist es auch, so einen hohen Ball mal auf ihn zu spielen, sehr, sehr wichtig, um eine Pressinglinie eventuell überspielen zu können. Und er hat auch heute bei den ersten beiden Toren, wie gesagt, seinen Körper im Spiel gehabt, deswegen ist er auch sehr, sehr wichtig. Und zur zweiten Frage, was war die schnell nochmal? Ah ja, genau. Zu Filip Kostic, ja, für mich, also er ist kein Linksverteidiger, wir haben heute einfach mit einer Dreierkette gespielt und ihn auf der linken Seite und den der Kostic auf der rechten Seite. Manchmal ist er halt gezwungen worden, auch durch eine Ofer, dass er halt nach hinten mitarbeiten muss. Spielt jetzt fast jedes Spiel, deswegen habe ich ihn auch früh runtergenommen, weil am Donnerstag und am Sonntag die nächsten Spiele warten, und er macht das momentan, finde ich, auf seine Art und Weise sehr, sehr gut. Roland Zorn. Ich habe eine Frage an Herrn Breitenreiter. Wie gehen Sie denn mit dieser Momentaufnahme 18. Tabellenplatz um, und ist Hannover 96, obwohl die Saison noch sehr früh ist, jetzt schon an einem kritischen Punkt angekommen? Ja, erstmal machen wir uns natürlich Gedanken über das heutige Spiel, und das war nicht gut genug. Das war nicht gut genug für die Bundesliga, weil wir Grundtugenden versucht haben umzusetzen, aber dort uns haben den Schneid abkaufen lassen. Das sind eigentlich Grundtugenden, die unser Spiel auch ausgemacht haben oder ausmachen. Und das hat die Eintracht uns heute einfach aufgezeigt. Und das ist ein gutes Beispiel für uns zum Beispiel auch, wie wir nächste Woche das Spiel angehen müssen. Die Eintracht, mein Kollege hat es ja gerade gesagt, war auch nicht zufrieden mit dem Saisonstart und ein Stück weit verunsichert, vielleicht auch von Beginn an. Aber dann gehe ich auf den Platz und habe diese Aggressivität, und die hätten wir von uns heute auch gewünscht. Und man hat die Körpersprache gesehen in jedem einzelnen Zweikampf. Das war der Körper drin, das war der Arm draußen. Sie haben sich mit allem gewehrt und haben sich dann im Grunde fast in jedem individuellen Duell durchgesetzt. Und das ist sicherlich genau das, was wir nächste Woche auch machen müssen. Das brauchen wir auf dem Platz, dass wir uns darüber Erfolgserlebnisse holen, gute Momente, Standardsituationen, indem ich vorne den Ball so festmache oder verteidige, dass ich nur durch einen Foul zu bremsen bin. Ja, und deswegen ist es natürlich noch früh in der Saison, aber gibt da ja nichts schön zu reden. 2 Punkte sind zu wenig, auch wenn die ersten Spiele ordentlich waren und ein sehr guter DFB-Pokalauftritt, haben wir seit der Länderspielpause jetzt eine Phase, die von individuellen Fehlern geprägt ist, von viel zu vielen Gegentoren und zu leichten Gegentoren, und das müssen wir abstellen, weil sonst wird es natürlich schwierig. Sonja Pall. Ich möchte kurz nochmal nachfragen, Sie haben es ja angedeutet, David Abraham verletzt. Was ist genau passiert und wie lange fällt er aus, oder was hat er denn auch?
Er hat sich vorgestern beim Training, bei einem leichten Sprint im Adduktorenbereich ein bisschen verletzt. Deswegen als Vorsichtsmaßnahme haben wir ihn heute auch rausgenommen. Jetzt werden wir mal schauen, wie lange das dauert. Das ist immer schwierig zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass er vielleicht auch in der kommenden Woche das ein oder andere Spiel machen kann. Wenn nicht, ist mir natürlich der Wunsch, dass er nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen kann. Nochmal Christopher Michel. Herr Breitenreiter, auch bei Ihnen eine Frage. Der Herr Füllkrug, ist das bei ihm was Schlimmeres? Das sah jetzt auch im Kabinentrakt noch nicht ganz so rund aus, wie er gelaufen ist. Ja, wir mussten ihn zur Halbzeit auswechseln, weil er bei der einen Situation wohl, ja, ich weiß nicht wie schlimm, aber umgeknickt ist, sodass er sehr starke Schmerzen verspürt hat. Im Grunde war schon eine zeitnahe Auswechslung angedacht, aber er wollte noch auf die Zähne beißen. Und so haben wir dann in der Halbzeit wechseln müssen, ja. Aber die Diagnose selbst kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, weil wir hier auch keine Möglichkeiten haben, sag ich mal, sehr konkrete an Diagnosen stellen zu können. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich. Wir hatten heute 46.300 Zuschauer. Ich wünsche unseren Gästen aus Hannover guten Heimweg, viel Erfolg nächste Woche und wir sehen uns dann kommenden Tagen.